machen wir da? Hundevideos. Okay, Hundevideos, das ist klar. Aber was für Hundevideos? Das wisst ihr nicht. Und das erzählen wir euch jetzt. Genau. Ja, es ist eigentlich so, es ist eigentlich ganz einfach. Alles hat ein bisschen damit angefangen, dass wir irgendwann entschieden haben, dass wir einen Hund wollen. Und damit war er natürlich noch nicht da. Es war eine lange Vorbereitungszeit. Wir haben uns viel mit dem Thema auseinandergesetzt und sind natürlich in diesem Zusammenhang selber auch Videos schauen. Wir haben viele herzige und lustige Videos gefunden, auch ein paar informative. Aber man hat natürlich nie so richtig einen Verlauf gesehen, wie sich ein Hund so entwickelt mit der Familie zusammen. Speziell eben ein Familienhund. Also eben wirklich von Welpenkiste bis zum letzten grauen Haar. Das gibt es wirklich nicht. Das haben wir wirklich nie so gesehen. Oder man hat das nicht gesehen. Oder man hat es nicht gesehen, genau. Genau. Und das wir haben sich eine coole Idee gefunden und haben gefunden, hey, komm, das machen wir. Natürlich auch ein bisschen für uns. Kann man auch sagen, oder? Es ist ein Hundetagebuch. In dem Sinn, es ist auch für uns immer wieder lustig, die Videos zu schauen, wo er noch klein und putzig war. jetzt ist er schon gross und so ein Teenie-Alter jetzt im Moment. Körperlich gross, aber körperlich im Geist noch das Kind. Genau, ja, jetzt im Moment, ja. Ja, wichtig ist uns auch zu erwähnen, wir sind keine Profis, also wir sind nicht irgendwie Hundetrainer oder so, die da wegen die Leute lehren, das überhaupt nicht. Es sind wirklich Sequenzen und Eindrücke aus einem ganz normalen Alltag mit einem Familienhund. Das ist uns noch wichtig. Und, wir teilen einfach das mit, was wir erleben, was wir erfahren und unsere Sichtweise. Wir haben uns natürlich breit informiert und auch weiter tun wir uns immer informieren zum Thema. Und gehen in die Hundeschulen und verschiedene Kurse besuchen. Das ist klar, aber es macht uns natürlich noch lange nicht zu Profis. Einfach, dass das ist uns noch wichtig. Genau, nicht, dass ihr das Gefühl habt, ihr müsst den gleichen Seich machen wie wir. Ja, uns ist auch wichtig, dass wir authentisch bleiben in diesen Videos. Darum auch auf Berndeutsch. Genau. Wir wollten in unserer Muttersprache reden. Das ist einfach am natürlichsten. Und eben Punkt der Natürlichkeit. Man darf auch sehen, wenn wir einen Fehler machen oder wenn etwas mal nicht klappt. Wir haben auch viele Videos gesehen, wo man den Trainingserfolg einfach schon sieht, wo Hundetrainer etwas vorführen oder Hund kann es schon. Und man sieht gar nicht so den Werdegang, die Entwicklung dorthin. Und dort haben wir gesagt, ja, man muss nicht alles einfach schon fertig sein, es muss nicht alles perfekt sein. Das ist heute eher ein verzerrtes Bild, gibt es genau. So. Es ist nicht natürlich, es ist nicht Realität. Genau. Vielmals sind die Videos vielleicht nicht Top-Qualität, weil viel einfach aus dem Moment rauskommt. Wenn wir da irgendwo sind und etwas Lustiges passiert, dann nehmen wir das Handy für filmen es und dann ist es im Kasten. Wird nicht gross vorgeplant, halt, so solche lustigen Momente. Und darum ist dann manchmal die Lichtqualität nicht so gut oder es rastet ein bisschen oder es wackelt ein bisschen. Aber das ist eben aus dem Leben gegriffen, das ist dann echt. Genau, und apropos mitten aus dem Leben. Es ist halt auch so, bei uns wird es sicher nicht alle Woche ein, zwei Videos geben. Das können wir schlicht nicht leisten. Und wir wollen das auch zu Freude machen, so Spass machen. Und wir wollen uns da nicht noch zusätzlichen Druck aufladen, dass wir jetzt da ein Pflichtprogramm haben, sondern es kommt dafür von Herzen. Genau. Es kommt vielleicht halt ein bisschen weniger, aber dafür. Wir wünschen euch viel, viel Spass auf unserem Kanal vom King Aragon. In diesem Sinne ist, glaube ich, alles gesagt. Ja. Wir freuen uns natürlich über jedes Like. Jeden Kommentar. Und jedes Abo. Glöckchen nicht vergessen. Und viel Spass. Bis gleich. Bis gleich. Bye, bye. Tschüss. Gut. Wir sind im Kasten. Ja. Wir sind endlich im Kasten. Okay. Eine Zangengeburt. Das ist Quintessenz von unserem Kanal. Quintessenz. Genau, wir wollen einfach Authentizität. vor. Das ist schwer wahr. Ich habe lange Hosshand mit dem Hochsommer. Zwei Lampen brennen mir drin. Bin ich YouTuber oder was? Aus dem Wiener Onkel Gras. Yes,